Doch das Auto ist erst der Anfang. Die Revolution, die es anstoßen soll, braucht eine ebenso revolutionäre Fabrik. Tesla muss aus dem Stand eine neuartige, hochmoderne Produktionsstätte einrichten. Dafür wird Gilbert Passant als Produktionsleiter engagiert. Er kommt als Experte von einem Toyota-Werk in Kanada, das etliche Branchenpreise gewann. Er beschrieb mir den Job in wenigen Worten. Du sollst das beste Werk der Welt aufbauen und mit den besten Mitarbeitern die beste Limousine im Premium-Segment fertigen. Aber Standort und Team musst du erst noch finden. Das Unternehmen kaufte ein ehemaliges Werk von General Motors und Toyota im kalifornischen Fremont. Das verlassene Werk ist nach den traditionellen Anforderungen gestaltet und bietet wenig Tageslicht und nur nackte Betonböden. Tesla Motors machte daraus eine Megafabrik wie keine andere. Und zwar nach völlig neuen Ansätzen. Wände und Böden wurden weiß gestrichen. Die Maschinen leuchtend rot. Oberlichter und normale Fenster lassen das Sonnenlicht herein. Eine saubere Fabrik färbt auf das Produkt ab. Die hier herrschende Hochwertigkeit und Präzision wollen wir auch für das Auto. Ganz im Sinne der Firmenphilosophie erledigen die Mitarbeiter ihre Wege im Werk per Fahrrad. Ich möchte, dass sich die Leute auf die Arbeit freuen. Da investiere ich gern mehr in eine schöne Atmosphäre. Ganz im Stil des Silicon Valley wird nur die neueste Produktionstechnik verwendet. Das Ziel ist die automatisierte Fertigung von Zehntausenden von Autos. Mit hocheffizienten, multitaskingfähigen Robotern, selbstgeführten Flurförderzeugen und Planungscomputern enthält das Werk alles, um mit den ambitioniertesten Produktionsstätten der Welt mitzuhalten.